Das ist die Stadt Rio de Janeiro in Brasilien. Sie liegt in Südamerika. Ein Flugzeug von Frankfurt nach Rio braucht ungefähr 12 Stunden. Wow, die brasilianische Stadt ist also ziemlich weit weg von uns. Trotzdem gibt es in Rio eine deutsche Schule. Aber warum? Dieser Frage gehen wir vor Ort auf den Grund. Drei Schüler zeigen uns ihre Schule etwas genauer. Ich heiße Nicolas, bin 9 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse. Ich bin Jana, bin 13 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse. Ich heiße Nicolas, ich habe 11 Jahre und ich bin in der 6. Klasse. Hier ist unser Sportplatz und hier spiele ich Fußball und auch Basketball. Ein Teil von meiner Familie kommt aus Deutschland, deswegen komme ich in diese Schule und weil ich auch Deutsch gerne mag. Also an der Schule gefällt mir der Sportplatz am besten. Also das kenne ich auch aus Deutschland gar nicht, nur Turnhallen und hier der Sportplatz ist einfach toll. Als ich gehe auf die deutsche Schule, weil meine Mutter hier Lehrerin ist und ich bin in Deutschland geboren und bin nur hier jetzt seit einem Jahr. Ich zeige euch jetzt mal die Mensa, hier essen wir zu Mittag. Ich stelle euch jetzt meine Klasse vor und wir sind 16 Kinder. Wir sind eine deutsche Klasse und meistens haben wir Mathematik und so weiter auf Deutsch. Ich gehe hier auf die deutsche Schule, weil mein Urgroßvater aus Deutschland gekommen ist. Und seit als ich klein bin, haben wir nur Deutsch zu Hause gesprochen. Auf der Schule in Rio gibt es einen deutschen und einen brasilianischen Zweig. Im deutschen Zweig wird der Unterricht hauptsächlich auf Deutsch gehalten, im brasilianischen Zweig auf Portugiesisch. Denn in Brasilien spricht man Portugiesisch. Auf Portugiesisch, hallo heißt es oi. Oi! Es gibt also viele verschiedene Gründe, warum es in Rio de Janeiro eine deutsche Schule gibt. Der Lehrer Horst Czalinski fasst sie noch einmal zusammen. Ja, wir sind eine deutsche Schule für Kinder, die Deutsch lernen wollen, aber auch für Kinder, die einen deutschen Hintergrund haben. Sprich, der Opa, die Oma ist aus Deutschland gekommen, lebt hier in Brasilien. Oder auch die Eltern, die jetzt hier in Brasilien für eine kurze Zeit arbeiten. Deshalb wird also auf einer Schule in Brasilien Deutsch gesprochen. Aber wir verabschieden uns auf Portugiesisch. Ciao! Hat dir das Video gefallen? Mehr davon gibt's auf unserem YouTube-Kanal und auf klicksmix.de findest du noch viele weitere Videos, Audios und Spiele. Schau doch mal rein!